Hallo, hier ist euer Litronix. Heute mal wieder mit einem krassen. Was geht YouTube? Und heute gibt's mal wieder ein krassen Setup-Video. Und zwar soll es heute mal um die XM4 in Cold War gehen. Und ich weiß, ich habe schon mal ein Video über die XM4 gemacht, aber sie ist einfach immer noch für mich eine der besten Waffen in dem Spiel. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn am Ende gibt es wie immer das Klassen-Setup. Und ich habe jetzt auch nochmal zwei Double Nuklears, also zwei Nuklears in einem Spiel, habe ich jetzt nochmal mit der XM4 im Nachhinein gespielt. Das eine Gameplay seht ihr hier im Video im Hintergrund, das werde ich euch dann noch nice zusammencutten. Und das andere wird vielleicht nochmal in ein extra Video kommen. Ihr könnt ja auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eine Nuklear in Cold War habt oder immer noch nicht. Und ich wollte mich auf jeden Fall auch nochmal bei jedem Einzelnen bedanken für das krasse Feedback in letzter Zeit. Wir haben jetzt auch gestern die 2000 Abonnenten geknackt. Auf jeden Fall mega nice und alle Videos kriegen auch momentan überdurchschnittlich gute Aufrufe. Finde ich auf jeden Fall mega krank, wenn es so weiterlaufen würde und ja, fettes Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal genug geredet und ich werde euch jetzt erstmal das Gameplay zusammenschneiden. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann zeige ich euch wie immer die Klasse. Und ja, dann viel Spaß mit dem Gameplay. Nada. Ja, hast du gleich nicht. Ich bin kurz von Nuke. Super, danke. Ja, Nuke. The hell? Are you are ever? What does that kind mean? Hey. Hunt. Hab Double. Was? Hab Double Nuke. Du hast Double. Ja. Das war das Gameplay, war auf jeden Fall eine recht nice Double Nuclear, würde ich sagen. Und bevor jetzt hier irgendwelche Leute kommentieren, ich weiß selber nicht, wieso ich gefühlt kurz vorm Einschlafen war, nachdem ich die Double Nuke gemacht habe. Ah, whatever. Und ja, ich weiß, das Gameplay war wieder ein Hardcore-Spiel. Ich spiele einfach in letzter Zeit oder allgemein in Cold War irgendwie viel lieber Hardcore als Softcore. Ich weiß selber nicht, wieso das so ist, weil ich war eigentlich immer der Softcore-Spieler und ich habe Hardcore eigentlich nie gefeiert. Aber in Cold War ist es irgendwie alles ein bisschen anders. Da bockt Hardcore irgendwie mega. Black Ops 3 war das einzige COD, wo ich Hardcore nochmal relativ gerne gespielt habe. Aber keine Sorge, Jungs, ich spiele die Klasse genauso, wie ich sie hier zeige, auch in Softcore. Und das könnt ihr in meinem anderen Video sehen, was ich schon mal mit der XM4 gemacht habe. Das blende ich euch jetzt mal oben ein. Da zeige ich auch Softcore-Clips, das könnt ihr auch noch gerne abchecken, wenn ihr wollt. Aber ich denke mal, der Hauptgrund, warum ich Hardcore in Cold War einfach lieber spielt, ist das kranke Auto-Aim, was sich in Softcore so stark bemerkbar macht. Aber naja, das soll auch gar nicht Thema sein, aber falls ihr gerade noch hier zuhört, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr PC- oder Konsolenspieler seid. Das würde mich auf jeden Fall mal mega interessieren. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug geredet und wir gehen jetzt in-game und ich zeige euch das Klassen-Setup. So, in-game angekommen, brauchen wir einmal die M4, obvious. Wir brauchen das Microflex-LED-Visier, die Mündungsbremse, den Vordergriff, den Schlangenumwicklung-Handgriff und den SRS-Kampfschaft. Als Secondary hatte ich dann die Straßenfeger. Da sehe ich jetzt auch schon die ganzen Kommentare. Als Taktik den Stim, als Primär das C4 und das Richtmikrofon. Dann ganz wichtig für die Perks braucht ihr das extra Gear, dass ihr pro Perk-Section quasi zwei Perks mitnehmen könnt. Als extra 1 habe ich dann Splitterschutzweste und Taktikmaske. Als Perk 2 Plünderer und Quartiermeister. Und als Perk 3 Geist und Ninja. Das war die Klasse und die könnt ihr gerne nachbauen, ist auf jeden Fall mega nice. Die könnt ihr in Softcore sowie auch in Hardcore spielen, ich spiele sie ja auch in Softcore und Hardcore. Und dann bedanke ich mich fürs zu Ende schauen, lasst gerne ein Like da und unterstützt mich mit einem kostenlosen Abo, wenn du den Kanal auch nicht abonniert hast. Und um auch die zukünftigen Videos rund um Black Ops Cold War und COD allgemein nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein.